Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit, dass ich mich ein bisschen um World of Goo kümmere. Da ist ja das dritte Kapitel abgeschlossen gewesen und es geht weiter mit dem Informations-Superhighway. Hallo Welt. Okay. Das sieht sehr digital aus. Und es klingt auch sehr digital. Könnt ihr jetzt unterstellen, dass die Goos ein bisschen aussehen wie die Kugeln von... Na, wie heißt diese kleinen Viecher? Pikachu und Konsorten Pokémons. Willkommen im Informations-Superhighway. Ein Land voller Schönheit. Ein Land voller Wissenschaft, Philosophie, Architektur, Fanfiction. Alles, was du siehst, vom Wasser zu den Blättern, wurde aus süßer, frei verfügbarer Information gemacht. Schau mal, ob du etwas Information mit deiner Zunge fangen kannst. Natürlich wurde dieser Platz schon vor Jahren verlassen. Das wird das sein, was übrig geblieben ist. Sign Painter Forever. So, da ist die Röhre. Am Spielprinzip hat sich also nichts geändert. Da ist die Röhre. Da sind meine Goos. Huch. Informationen schießen. Boink. Das ist ja lustig. Fuing. 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 Ups. Ja, macht nichts. Kommt auch an. Fuing. Einer noch. Fuing. Boing. So, 8 von 4. Das war ja ein netter Start. Jo. Und weiter geht's. Allerdings erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, was haben wir denn hier noch alles? Oh, schwimmen Recycling-Blöcke rum. Okay. Ja, das sieht spannend aus. Okay. Das war das erste Level in Kapitel 4. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Wenn nein, dann ist es auch egal. Nein, ist es natürlich nicht. Dann würde ich mich freuen über Feedback. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim Bulletin Board System. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.